Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Wir sind im 30-jährigen Jubiläum vom Jurassic Park unterwegs und die Reise beginnt am bekannten Wasserfall. Wenn wir mit dem Hubschrauber hier am Helipad ankommen, dann beginnt die Reise in eine längst vergangene Zeit. Und zwar können wir von hier, wenn wir mit dem Helipad hier gelandet sind, ne? Da, hier kommen wir raus. Als Besucher uns hier schön durch den Park bewegen. Und das werden wir heute machen. Wir machen heute eine Parktour als Besucher. Und wir schauen uns mal ein bisschen um, was wir hier verpraktiziert haben. Wir haben hier vorbei sind ein Schutzbunker. Dann haben wir hier ein wunderschönes Schild. Licht an, aus. Wow! Taschenlampe. Er sieht viel geiler aus mit Licht. Supi. Okay. Oh, wir können ausblenden. Super. Das ist voll schön. So, hier können wir einkaufen. Hier sind Hotels. Also hier ist noch nicht viel Magie, ne? Hier geht es erstmal nur um die Kohle, die du mitbringst, dass du die gleich ausgibst. Aber gleich zum Anfang wird dominiert von diesem Turm. Mit einer Strippe dran, wo Leute dran hängen, die darunter flitzen. Hier haben wir eine Toilette und weitere Hotels. Wenn wir hier hinten mal so lang gehen. Oh, wir können uns auch bewegen, indem wir sprinten. Haben wir hier. Können wir hier rauf? Ne, leider nicht. Ganz genau. Hier haben wir die alte Raptorenzuchtanlage, ne? Aus dem allerersten Film. Da geht es nämlich hier los, wo sie mit dem Stapler hier den Raptor einführen und dann passieren so Dinge. Genau. So, zurück zum Weg. Haben wir hier ein wunderschönes Skelett stehen. Ich finde den voll cool, so tollpatschig irgendwie, der T-Rex. Na? Licht an, Licht aus, bringt gerade nicht viel. Die Belichtung ist gerade nicht die beste hier. Na? Sehr viele Leute unterwegs. Der Park ist ja schon buckelig, huckelig. Und dann haben wir hier gleich das erste große Schild. So, hier haben wir noch so einen Transportkäfig aus den anderen Jurassic Park Teilen. Mega cool. So als reine Requisite, als Deko liegt das hier so rum. Und hier geht's zur Seilbahn, Freunde. Gebäudeansicht wechseln. Wollen wir Seilbahn fahren? Guck mal, von hier aus sieht man nämlich die Perspektive ab runter nach dem Park. Abfahrt. Dann haben wir hier unten die ersten Dinosaurier. Strutiomi muss laufen. Die Gruppe, die Sie im Park sehen, hat einen akzeptierten Anführer. Bei einigen Arten ist dieser Anführer das Alpha-Tier der Gruppe und muss sich regelmäßig Herausforderungen stellen, um... Okay, wir sind durch. Die Bandansage hat ja nicht so, so viel Zeit, wie die Fahrstrecke ist. So, das war das erste Gehege und schon, Leute, sind wir im Park. Ist mega cool gemacht, oder? Ah, ich will immer springen, verdammt. Vor allem, das ist ein unsichtbarer Zaun. Scooby-Doo! Okay, Scooby-Doo haben wir hier auch anscheinend. An Parktour teilnehmen. So kommen wir nämlich wieder zurück mit dem LKW. Das ist der einzige Weg raus hier aus der Nummer. Mit dem LKW zurückfahren. Machen wir nachher. Wir sind ja erstmal angekommen und wollen starten. Dann haben wir hier Hotelanlagen ohne Ende. Ich weiß ja nicht, jetzt sind nur zu den Hotels. Wir gucken mal. Gebäudeansicht wechseln. Ja, wir gehen jetzt nicht in das Hotel. Ja, okay, hier sind nur Hotels. Alles klar. Da hinten sieht man schon den großen Vogelkäfig. Und das ist auch der Hauptverkehrsweg hier. Hier geradezu haben wir das große Besucherzentrum aus dem ersten Teil. Und hier sind schon sehr viele Leute unterwegs. Hier haben wir eine Toilette. Stromhäuschen sind hier. Ja, also das ist quasi der Hauptzugangsweg hier hinten. Hier haben wir auch noch keine Wegweiser. Das heißt, man kann sich hier noch frei bewegen und wird nicht wirklich gesteuert, wo es hingeht, wo es lang geht. Dann haben wir hier schöne Exponate. Nochmal große Skelette. Hier ist Mr. DNA. Ja.
Und hier haben wir das große Schild. Wenn Dinosaurier die Erde regieren. Sehr cool. Okay, wir gehen mal weiter. Dann haben wir hier ein Kino. Ey, warte mal. Können wir hier rein? Na, okay, schade. So, Hotel, Hotel, Hotel. Ne? Die Leute sollen ja irgendwo schlafen. Ist ja klar. Bitte passen Sie beim Betreten und Verlassen der Fahrzeuge der Jurassic Tour auf. Jawohl! So, hier wäre quasi die Tour, wo wir nach Hause kommen. Aber wir machen uns erstmal auf die Spur. Hier haben wir nochmal eine Toilette. Das ist hier der Mitarbeiterweg. Na, hier geht es nicht weiter. Hier haben wir nochmal einen Schutzraum. Und wie gesagt, der Weg hier ist mehr für Mitarbeiter. Hier sind doch gar keine Besucher unterwegs, so wie das aussieht. Die sind alle an die Stellchen, ne? Genau. Hier haben wir Unterstützungsanlage, Hubschrauber, Jeeps. Und dann gucken wir mal, dass wir in die erste Attraktion hereinkommen. Eigentlich ist es für Besucher recht einfach erhalten, ne? Die haben hier Einrichtungen, die sie besuchen können. Und dann läuft die Sache. Wie gesagt, hier geht es dann mal zu Hotels weiter. Der luxuriöse Weg verrät alles. Schön am Vogelkäfig entlang. Genau, hier steht auch Pteranodon. Haben wir hier auch ein Schild für Pteranodon, die Hegel. Toilette. Ja, weiß ich nicht, wollen wir mal rein? Oh, guck mal hier. Der Quetzalcoatlus, der Große. Daneben der Kleine sieht aus, ne? Wie ein Spielzeug. Dann haben wir hier den Baum zum Beobachten. Und hier fliegen sie rum. Also das ist der Vogelkäfig. Mega cool. So. Okay. So, wir können mal hier weitergehen. Dann haben wir... Hier ist, glaube ich, nochmal ein Hotel. Ja. Und hier... Okay, hier können wir nicht. Hyperloop bearbeiten. Ja, wir kommen hier nicht rein. Sehr schade. Hä, warum kommt man in den Hyperloop nicht rein? Ist das nur für Angestellte? Kann ich mir bald nicht vorstellen. Hier haben wir nochmal ein paar Einrichtungen. Alles klar. So, hier geht es weiter in den Vogelkäfig. Eine andere Perspektive haben wir hier nochmal. Aber hier sieht man gerade nicht so viel. Okay, da flattert wieder einer rum. Der Hauptstar ist halt der Quetzalcoatlus, der Große, ne? Ist ja logisch. So, was haben wir hier? Jurassic Park. Ja, lass mal hier rein. Das ist hier dieser Baum, ne? Das ist der Baum im Vogelkäfig. Hier ist die andere Seite, guck mal da. Sag mal, regnet es gerade? Ist es nicht so laut hier? Ah, na super, wir haben echt schlechtes Wetter, aber egal. Wir können von hier aus auch den großen Vogel da hinten sehen. Das ist der Vogelkäfig, also hier kann man schon echt viel machen. So. Okay, die suchen alle Schutz, die Leute. Wir gehen hier lang zurück, hätte ich gesagt. So, hier haben wir auch Wegweiserschilder. Guck mal, hier steht Aviari. Das ist nämlich das Aviarium. Hier, Vogelkäfig. Genau. Dann haben wir hier einen Schutzraum. Sag mal, gehen die da alle rein? Nö. Nö. Jurassic Tour. Okay. Dann haben wir hier einen riesen Zaun. Besucherzentrum. Können wir hier rein? Nee. Okay, aber wir können hier gucken am Zaun. Ah, wir haben echt kein gutes Wetter gerade. Da ist die Parktour. Können wir mal gucken, ob wir irgendwo... Vielleicht... Ah, oh, was ist denn das hier? Das ist der andere Baum. Vom oh, guck mal hier. Hier können wir wieder Vögel anschauen. Der Quetzalcoatlus, der schläft da, oder?
macht denn der da? Die anderen fliegen herum? Okay. Also ich hoffe, dass der mit dem Regen gleich wieder aufhört hier. Na, guck mal. Schon klar die ganze Sache auf. Haben wir uns ja echt bestes Wetter ausgesucht, um den Park hier zu besuchen. So, dann latschen wir hier mal lang. Hier waren wir hergekommen, genau. Dann gehen wir mal hier lang. Dann hätten wir nochmal eine Toilette. Und hier ist nochmal ein Weg zum Besucherzentrum. Oh, guck mal hier, Spinosaurus am Zaun. Relativ dicht bei den Besuchern, ne? So, dann gehen wir mal hier hinten lang. Dann haben wir hier weitere Hotels. Und hier ist übrigens eine Besuchergalerie. Ja, hier könnten wir theoretisch die ersten Dinosaurier angucken, sofern hier dann welche langstreifen würden. So richtig viel sehen tun wir hier nicht. Hier sind, glaube ich, die. Oh, Jeep, hallo! Hier sind, glaube ich, die Dings drin, ne? Die Lophosaurier. Da rennt einer. Okay, also sind wir hier sichtbar. Das ist schon mal sehr schön. Okay. Ja, warte mal, aber. Warte mal, man kommt doch. Nee, wir gehen hier lang. So, hier ist ein Übergang. Hier geht nämlich die Parktour entlang. Und hier beginnt der Zauber eigentlich, ne? Das eigentliche Abenteuer startet hier. Hier haben wir Spinosaurus. Aber ist eigentlich echt cool. Guck mal, direkt am Fußgängerweg dieser dicke, fette Zaun mit dem Gehege hier. Wo ein riesen Dino hinter eingesperrt und eingepfercht ist. Sehr, sehr schön. So, hier haben wir wieder Einrichtungen, wo wir Geld ausgeben können. Und hier haben wir einen Beobachtungsturm. Da gehen wir mal rein. So, man kann hier sehen, dass man nichts sieht. Das müsste eigentlich die Lophosaurier-Gehege sein. Da hinten, da ist einer. Okay. Und man kann sogar hier rüber gucken in das andere Gehege. Hier ist das große Pflanzenfresser-Gehege, wo die ganzen Sauropoden rumpesen. Sind jetzt Sauropoden? Lupia. Ne? Genau, die ganzen Parasaurolophus und sowas. Sehr, sehr cool. Also hier hat man schon eine schöne Übersicht bei dem Turm. Dann haben wir doch für Kameras. Ah, oh, man kann hier noch weiter rumschauen. Also ab hier kann man schon sehr, sehr viele Dinosaurier sehen. Man kann von hier aus auch nochmal in das Spinosaurus-Gehege gucken, bis rüber zum Vogelkäfig. Und da hinten sieht man schon die Einschienenbahn. Sehr, sehr cool. Okay. Also hier kriegt man dann schon mal den ersten Eindruck, was einem hier erwarten wird. Dann haben wir hier weitere Einrichtungen. Hier ist das alte Tor aus dem ersten Filmen. Oh, geht sogar auf. Warte mal. Wir haben Zugang. Na, das kannst du ja. Hallo? Wie geil ist das denn? Okay, das wusste ich nicht, dass wir hier durch dürfen. Okay, wir sind gerade im Gehege. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir gehen wieder raus. Das ist ja cool. Das wusste ich nicht. Gefällt mir. Okay. Dann haben wir hier die nächste Besuchergalerie. Und hier haben wir das Pflanzenfresser-Gehege, glaube ich. Ja, guck mal da. Da hinten, hier sind überall welche. Gallimimus rennen hier rum. Corythosaurus, Parasaurolophus. Na? Da hinten welche. Sehr, sehr cool. Okay. Ich würde nämlich gerne alles immer durchgucken. Da brauchen wir nämlich eine Weile für. Hier hätten wir wieder den Besucher, Aussichtsbaum, glaube ich. Genau. Hier sitzen wir hier wieder im Baum drin und können gucken. Da liegt ein Parasaurolophus rum. Wir haben noch eine andere Kamera. Von hier hat man einen schönen Übersichtsblick. Corythosaurus. Parasaurolophus. Hier flattert irgendwo ein Hubschrauber rum. Da kommen wahrscheinlich neue Besucher gerade an. Da. Genau. Sehr cool. So. Ein Schutzraum. Dann geht's weiter. Hier haben wir die nächste Ranger-Station. Und hier ist der nächste Aussichtsturm. Oh, guck mal hier. Kann man vom Weg aus beobachten. Sehr schön. Okay, dann gehen wir. Doch, ich will hier rein. Genau, von hier kann man wieder gucken. Corythosaurus.
Hier sind sehr viele Korytos. Da hinten sind Parasaurolophus, die liegen da in der Ecke rum. Da sind die Gallimimus am Wasserloch. Von hier kann man wieder schön gucken. Da ist der Baumstamm, wo wir waren. Da hinten. Oh, guck mal, wie groß die Herde ist hier. Sehr cool. So. Und dann geht's weiter. Dann haben wir hier die Aussichtskuppel. Ah, ja. Und zwar sind wir hier im Indominus Rexi-Hege drin. Der gerade. Oh Gott, das ist wieder die Mundhöhle. Ich habe mich gerade erschrocken. Aber ist gerade nicht sichtbar. Ja, ich sehe hier nichts. Auf jeden Fall kommen wir hier in das Indominus Rexi-Hege rein. Das Schild ist ja fast passend. Okay. Wir waren da, wir sind hier. Dann gehen wir mal weiter. Und der Weg, den sehe ich gerade, ist trotzdem sehr buckelig hier. Vielleicht müssen wir nochmal überbügeln oder wir lassen das so. Schmiegt sich der Landschaft schön an eigentlich. Dann wäre hier der nächste Aussichtsturm. Dann haben wir die Dinger hier. Und dann kriegen wir schon mal einen Eindruck, was da hinten alles noch so kommt. Sehr, sehr viel nämlich. Hier haben wir Raptoren. Da läuft gerade einer. Oh ja, die Parktour, da hab ich Bock drauf. Von hier können wir auf den Park schauen. Oh, der Überblick ist echt cool. Und das ist noch lange nicht das Ende. Guck mal, hier sind die Raptoren. Die sühnen sich da am Sand. Und von hier können wir sogar noch auf das große Pflanzenfresser-Gehege schauen. Okay. So, hätten wir den Turm auch. Dann geht's hier lang weiter. Eine Toilette. Eine nächste Einrichtung. Dann haben wir hier die nächste Ranger-Station. Und hier haben wir die nächste Besuchergalerie. Hier sind die Raptoren. Sind hier noch mehr zu sehen oder nur die Beeren gerade? Da liegt nur einer. Das ist Blue. Steht gerade nicht auf, leider. Ist am Schlafen, okay. Ja, und die Ziege gefangen. Okay, das war doch mal eine Beobachtung wert. So. Spinosaurus ist hier auch nebenan. Dann haben wir hier nochmal eine Raptorenzuchtanlage. Hier ist die nächste Einrichtung. Und hier geht der Weg ab in die Besuchergalerie für die Spinosaurier. Und hier sind halt nochmal so ein paar Sachen zum Getränke und Essen und so Sachen kaufen. So, guck mal hier. Ja. Ein Riesenviech. Und kommt direkt hierher. Da ist er. Der guckt uns direkt an. Quetzalcoatlus und Pteranodon haben gerade einen Kampf begonnen. Okay, dann wird der nächste Pteranodon wahrscheinlich gleich kaputt gehen. So, von hier aus kann man nämlich gar nichts sehen. Man muss hier rein und dann kannst du hinter die Mauer schauen. So, dann nehmen wir mal weiter. Wie gesagt, hier ist der Raptoren-Hege. Und hier haben wir weitere Hotels. Ja. Dann hätten wir hier die nächste Besuchergalerie. Und hier haben wir das T-Rex-Gehege. Da hinten laufen sie beide. Brauchen gerade eine Statusprüfung. Okay. So, der Beobachtungsturm. Von hier können wir das wahrscheinlich noch ein bisschen besser alle beobachten und sehen. Und die Parktour ist gerade ausgefallen. Das ist natürlich echt schlecht. So, okay. Von dem Gitter aus kann man ja nicht so gut gucken anscheinend. Also die Türme sehen von Weitem cool aus, aber dieses Maschendrahtgitter ist jetzt nicht so wunderschön. Na, wie gesagt, da hinten sind die beiden T-Rex-Echsen. So, dann haben wir hier. Das müsste ein Schutzraum sein. Ja.
Genau, man hört den T-Rex schon mal schreien. Das ist schon mal sehr cool. Zum Gebäude wechseln. Hier sind wir im Hotel. Toll, man kann Bäume angucken. Eigentlich auch sehr schön. So, Toilette ist da. Was haben wir hier? Ist der Baumstamm im T-Rex-Gehege auf jeden Fall. Guck mal hier. Da ist der coole Braune mit seinem Fell oder seinen Federn. Da hinten müsste der andere sein, genau. Der baut gerade das Tourauto auseinander, okay. Gut, gut, gut. So, dann haben wir hier einen Fußgängerüberweg. Hier lang geht's zum unteren Parkgelände quasi. Mit der Einschienenbahn oder mit der Gyrosphäre. Da wollen wir noch gar nicht hin. So weit sind wir noch nicht. Wir müssen erstmal den oberen Park abarbeiten. Genau, hier geht es nämlich zur Lagune. Kommen wir noch hin. So, dann haben wir hier eine weitere Einrichtung. Und hier waren wir schon. Richtig? Richtig. Hier sind wir im Vogelkäfig. Genau. So, wir müssen die Parktour immer reparieren, dass wir da eine Runde mitfahren können. Da suchen wir uns mal eine Ranger-Station. So, wir pesen mal hier hinten lang, weil hier hinten ist nämlich die Ranger-Station. Genau. Fahrzeug lenken, wir fahren los. So, Abfahrt. Uppala. Entschuldigung. Ja nun. So, die Parktour. Da müssen wir auf jeden Fall zusehen, dass wir die Heide kriegen. Das ist nämlich der größte Einnahmepunkt eigentlich. Signore, signori. Oggi è il giorno signore, signore. Die Parktour ist im Gange. Okay. So. Wie praktisch. Wir sind direkt vom Eingang. Na, dann mal los. Die selber lenken nicht. Warte mal. Ich will mitfahren, nicht selber lenken. Entschuldigung. Warte mal, wir kommen hier nicht weg, ne? Ah. Jetzt stehen wir hier dumm im Weg rum. Das ist natürlich blöd. Oh, City Sport. Hop on board for the park tour and experience 65 million years in the making. Jawohl. So, fahren die hier nur los oder was? Wenn man mal so ein bisschen beobachtet, die Autos, die hier zurückkommen, die leiden ganz schön. Also hier fehlen Türen und Motorhauben und die Quallen. Ganz schön weit los hier. La Safari. Ja, weiß ich nicht. Lass mal mitfahren, oder was? Habt ihr Bock? Ich hab richtig Bock. Deswegen sind wir eigentlich hier, ne? Safari fahren. Nein, ich will nicht selber fahren. Verdammte Hacke. Ich will dran teilnehmen. So, wir wollen dran teilnehmen. Wir wollen aber... Wir wollen starten. So, wir sind gerade losgefahren. Jetzt geht's los. So Leute, jetzt fahren wir durch den Park. Die machen die große Safari-Tour mit. Wir sind auf dem... Oioioi. Jetzt haben wir ein Auto gewechselt. Das wollte ich jetzt nicht. So. Beifahrersitz ist auch cool. Ja, wir fahren jetzt eine Runde. Ich hoffe, die Musik macht keine Probleme. Aber wenn wir Glück haben, nicht. So, wir sitzen hinten. Hier können wir gut gucken, oder? Wir können ja wild durch Autos springen. Das ist gar kein Thema. Wir bleiben jetzt in der Karre sitzen. So, guck mal, hier vorne haben wir Spinosaurus. Alle beide. Sehr cool. Oh ja. Und wir sind noch nicht mal drin im Park. Also wir fahren noch außen rum. Und das ist schon spannend. So, gleich geht's durchs Tor. Oh yeah. Ist aber wieder sehr schlecht belichtet, ne? Schade eigentlich.
Ah, wenn wir hinten sitzen? So? Nee, oder? So. Willkommen im Jurassic Park. Jetzt geht los, Leute. Wir gehen mal auf den Co-Pilotensitz, ne? Jetzt sind wir hier im Dilophoje-Hege. Wir können hier drinnen leider nicht zoomen, das ist schade. Ich glaube, diese Parktour ist mit dem Highlight vom ganzen Park. So, da liegt einer. Guck mal. Da sind nochmal zwei. So, jetzt geht's ins Parasaurolophus-Gehege, das große Pflanzenfresser-Gehege, wo Gallimimus drin ist. Okay. Oh, hier weiß man gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Wir fahren erstmal durch die Botanik. Und dann war hier an der Seite, war doch gerade was Großes, oder? Ja, guck mal, der Südsicht da vorne auf dem Weg. Hier haben wir auch einen Parasaurolophus. Hallo? Hier ist richtig Action. Sie werden während der Tour möglicherweise Zeuge von Dinosauriern, die versuchen, ihre Dominanz zu etablieren. Wow. Das kann erschreckend sein, aber diese Auseinandersetzungen sind von entscheidender Bedeutung, wenn diese Tiere ein Alpha-Tier wählen. Gallimimus ist auch riesig. Okay. Ist der Hammer. Also die Hege ist echt groß, ne? Das merkt man so, wenn man von oben drauf guckt, immer ja nicht so. Aber wenn du mal hier jetzt einfach nur so über diese Wasserstelle drüber schaust, das ist schon ganz schön Fläche. Gefällt mir. Und ich bin bis jetzt gerade sehr froh, dass die Parktour einfach läuft, dass wir hier nicht wieder so einen Mega-Stau haben, sondern dass die Sache einfach funktioniert. Wir können schön durchfahren, super. Ich mag auch die Bandansagen, was hier immer zwischendrin eingesprochen wird. Diese Infos zu jedem einzelnen Tier, finde ich sehr gut gemacht. Na, da ist dieser Hyperloop Tower, wo wir gucken können. Corythosaurus. Und die halten sich auch immer so, so herdenweise. Jeder in sein eigenes Gehegenbereich. Territorium so auf, finde ich eigentlich ganz cool. Komm, jetzt kommt der Dichter. Der Park ist bemüht, Schäden und Verletzungen während eines Hurrikans zu minimieren. Unsere Wettervorhersagen gewähren uns ein Zeitfenster, um alle relevanten Anweisungen an unsere Parkbesucher weiterzugeben. Das regnet schon wieder, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das hat vor lange nicht geregnet. So, warte mal, hier vorne ist nochmal Action. Wir gucken nochmal. Ein Corytho und ein Parasaurolophus. Ah! Krass. Die sind voll wild. Warum? Was ist denn los bei euch? Chillt doch mal. Jede Sauriergruppe, die sie im Park sehen, hat einen akzeptierten Anführer. Da vorne haben sie gerade ein Auto geworfen. Sag mal, regnet das hier drin? Leute, eure Autos sind undicht. Wir haben hier Regen inside. Das ist nicht gut. Okay. Guck mal, da ist der Beobachtungsbaumstamm. Es geht weiter ins nächste Gehege. Da hier die Betonmauer ist, kommen wir jetzt in das Indominus Rex Gehege, glaube ich. Ja. Ist hier was zu sehen? Der Hühnernachahmer. Okay. Also ich sehe hier gerade keinen Indominus Rex. Entweder ist er sehr gut getarnt oder der liegt irgendwo rum. Naja, wir kriegen ja nochmal die Chance. Wir kommen ja hier nochmal rein. So, dann geht's weiter.
Jetzt kommen wir in Fleischfressergehege. Ja, wie cool, wie abwechslungsreich. So, hier haben wir Carnotaurus und Albertosaurus. Und wir haben Stau. Behalten Sie Arme und Beine im Fahrzeug und bleiben Sie auf Ihrem Platz. Da vorne erstmal alles auseinanderbaut. Oh. Die zerlegen da gerade die Autos. Freche Bande, okay. Wir haben drei Carnotauren hier und da hinten müssen die Albertos im Wasser sein. Oh, die gehen da einfach durch, ne? Ohne Rücklicht auf Verluste. Das ist ja der Hammer. Guck mal, da ist ein Alberto. Okay, es geht weiter. Und die kloppen sich. Guck dich das an. Und wieder durch. Zack, zack. Eieiei, Gott sei Dank sitzen wir da nicht. Ach Gott, die würfeln ja richtig. Ach du Schande. Boah, hier ist aber was los. Ich setze mir mal lieber nach hinten. Bitte achten Sie bei Unwettern auf unsere Sicherheitshinweise. Geraten Sie nicht in Panik. Ah! Geraten Sie nicht in Panik. Die bauen dir die Karre auseinander und du sollst locker bleiben, oder was? Okay. Ich glaube, das geht weiter. Ja. Das ist richtig abenteuerlich. Kriegst ja für dein Geld richtig was. Die Boten hier, das ist ja der Hammer. Man kann leider nicht nach hinten gucken, aber er ist voll cool. Viele Faktoren können das territoriale Wohlbefinden eines Sauriers beeinflussen. Wohlbefinden? Mit der Umgebung, seiner sozialen Gruppierung und dem Raum, den er mit anderen, möglicherweise bedrohlichen Spezies teilt, zufrieden sein. So, jetzt kommen wir in ein Pflanzenfressergehege. Das müsste hier Apatosaurus sein. Ja, und Ankylosaurus, glaube ich. Guck mal, da hinten im Wasser sind sie. Ihr guckt alle falsche Richtung im Auto drin. Hey, warte mal, aber hier fahren wir ja nicht so weit durch, ne? Nicht alle Saurier drücken ihr territoriales Unbehagen auf gleiche Weise aus. So. Experten haben ein feines Gespür für frühe Anzeichen von Unzufriedenheit, die aus der territorialen Unruhe eines Tieres entsteht. Hier haben wir nochmal Betonmauer, heißt, hier ist Indominus Rexi-Hegel. So, kann den einer sehen? Warte mal, wie immer auf dem Beifahrerhocker. Da haben wir den Lenkrad nicht vor der Nase. Also Indominus Rexi gerade nicht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, lässt die Autos auch wirklich an sich in Ruhe. Sehr, sehr schön. Also, ne, wir haben andere Dinos, die nehmen die Dinger regelmäßig auseinander. Der Indominus Rex ist relativ friedlich. Zeigt, müssen wir schnell handeln und eine praktikable Möglichkeit suchen, um die unverträglichen Arten zu trennen, bevor ein Konflikt entsteht. War hier leider nicht zu sehen gerade. So, jetzt sind wir hier bei den kleinen Stinkstiefel, die immer gerne die Autos hinterher rennen und die kaputt machen. Das sind die mit dem Segel hinten auf dem Rücken. Ja. So, sehen wir hier welche? Na, sag mal, wo sind denn die alle? Eine Ziege rennt hier rum, okay. Ich sehe da einen Hubschrauber fliegen. Da vorne sind sie. Guck mal hier, hier im Wasser sind sie. Der Jeep wäscht sich gerade die Räder ab, okay. Und nun bekommen wir endlich einen erstaunlichen Einblick in prähistorischen Verhaltensmuster der Saurier. Guck mal, da sind sie. Naja, was heißt prähistorische Verhaltensmuster? Die sind ja einfach eingesperrt, da liegt eine Tür rum, nebenbei bemerkt. Und die tun halt einfach fressen und so Sachen machen. Ein bisschen mit der Auto spielen und das war's denn. Jetzt kommt er an die Rand, guck mal. Ach, oh, geil! Jetzt haben wir hier. Ja. Der hat die Tür abgebaut. Dinosaurier versuchen relativ schnell ein Gebiet zu beanspruchen. Sie sehen möglicherweise einige, die sich vorsichtig herauswagen, um ihr Revier zu erweitern.
Also ich meine, wir können jetzt schnell eskalieren und besser rausgucken. Das Eingreifen unserer Parkteams erfordern. Velociraptor-Gehege. Na toll, und die Tür ist nicht mehr da. Ich hoffe, das Auto schafft er zurück. Ich sehe hier aber gerade keine Raptoren. Ist ja schade eigentlich. Da vorne funkt es. Ist das okay oder ist das... Naja, solange es noch läuft. Oder? Schade, keine Raptoren zu sehen. Dafür haben sie die Tür abgebaut. Ist doch auch mal was. Dann bleiben wir hier sitzen. Dann können wir hier schon rausgucken. Ziege, hallo. Okay, aber ich sehe hier keine. Ist echt schade. Aber wir hören den T-Rex schon mal schreien. Schon mal gut. Ich meine, die Raptoren, die verstecken sich halt gerne im hohen Gras. Das sieht man hier jetzt nicht so unbedingt. Na los, zeig. Wenigstens einer, der da so aus dem Gras rausgesprungen kommt oder so. Wäre ich jetzt nicht böse drum, weil hier sind ja eigentlich ein paar Raptoren drin, also... Ist ja nicht so, als würde hier gar nichts leben, vor allem das Territorium. Faktoren können das territoriale Wohlbefinden eines Saugers Wohlbefinden? Cool. Der Umgebung, seiner sozialen Gruppierung und dem Raum, den er mit anderen, möglicherweise bedrohlichen Spezies teilt, zufrieden sein. Na, ich sehe hier keinen. Schade. Oh, ist ja wirklich wie im echten Jurassic Park Film. Die sehen keine Dinos beim Fahren. Aber gut, die Möglichkeit besteht halt, dass du mal Pech hast oder so. Da hinten im Wasser, da ist einer. Hinter der Palme jetzt. Jetzt haben wir freie Sicht. Da drei, oh, die spielen da hinten. Da siehst du, haben wir doch Raptoren gesehen. Ist doch schön. Und Gott sei Dank aus sicherer Entfernung. So, es geht weiter in das nächste Gehege. Hier ist aber steile... ich glaube, hier sind Stegosaurus drin. Dass in dieser Gegend heftige Tropenstürme auftreten. Und... Bitte achten Sie auf Gefahr. Die Lophosaurier. Quatsch, Diplodocus. Da hinten. Falls Sie bedenken, ja, man sieht hier nicht viel, okay. Sich bitte an einen Mitarbeiter. Wir gehen wieder nach vorne. So, hier haben wir das Brachiosaurier-Gehege. Zusammen mit Triceratops. Na, steht hier auf den Schildern. Für ihn, der das nicht weiß, alles da. Und Camarasaurus sind auch noch da. Guck mal da. Da sind sie im Wasser drin. Und die rufen, wie schön. Da hinten kommen auch noch mal welche. Wirbelstürme können erhebliche Störungen und Zerstörungen verursachen. Wir möchten sie nicht beunruhigen, sondern ihnen helfen, sich auf potenziell gefährliche Bedingungen vorzubereiten. Wie zum Beispiel ein Dino, der die Tür abbaut, ja, ja. Sicherheitshinweise. So, wenn wir Glück haben, kommen wir am Brachiosaurier noch mal richtig dicht dran. Weil da vorne ist noch mal einer. Die Mucke. Das ist wie ein Hogwarts hier. Boah. Guck mal, das Schild am Spiegel ist schon ganz nervös. Hat schon voll Angst, weil die Tür ist offen. Nicht hinlegen. Der Park ist bemüht, Schäden und Verletzungen während eines Hurrikans zu minimieren. Unsere Wettervorhersagen gewähren uns ein Zeitfenster, um alle relevanten Anweisungen an unsere Parkbesucher weiterzugeben. Wieso haben wir angehalten? Nein, die Tour ist kaputt. Fahrzeug in die Fahr. Oh, jetzt müssen wir die Tour weiterfahren. Mann! Und unser Auto war halt cool. Hat er es nicht so lange gehalten. Liebe Gäste, treffen Sie heute die richtige Wahl und begeben Sie sich auf eine Safari-Tour. Das ist unser Plan. Ja, was müssen wir machen? Tour teilnehmen. So, jetzt müssen wir durch die Autos springen. Nee. Wir waren im... Wir sind hier im Raptorenhege. Hier sind wir... Bei den Apatos. Hier liegen ja viele Autoteile rum, alles klar. Ne, bei den Raptoren ist gut.
Dann warten wir mal, bis wir wieder zum Brachiosaurus hier gekommen. Leute, guckt mal. Ein Raptor direkt vor der Nase. Zwei so, ja. Also wenn wir mit einem anderen Auto fahren, dann haben wir Glück. Guck mal, der liegt hier genau vor uns. Du steh auf da. Hallo. Mann. Das ist bestimmt Taktik. Werden wir jetzt angegriffen? Ich hoffe nicht. Können wir mit einem anderen Auto fahren? Ja, los, steh mal auf. Hallo. Genau. Da siehst du, hat sich ja fast gelohnt. Der Vorteil, wenn wir jetzt hier in das nächste Gehege reinfahren, da sind Stegosaurus und so am Start, habe ich gerade gesehen, durch ein Tor. Oh, das Tor hängt an der Luft. Das ist aber nicht hübsch. Ja, ist terrortechnisch, glaube ich, fast nicht anders möglich, weil hier sehr steil nach oben geht. So. Ja, Nachteil, die Tür ist wieder drin. Hat vielleicht auch Vorteile. Müssen wir mal sehen. So, hier ist Diplodocus und Stegosaurus am Start. Kommen wir aber gleich nochmal durch. Ich hoffe, die Parktour hält jetzt durch. Also, beste Paradebeispiel. Das hat irgendwie gefühlt 10 Folgen keinen Zwischenfall gegeben. Heute fahren wir mal eine Runde. Alles kaputt. Ganz klasse. So, da haben wir Camarasaurus. Oder Camarasaurus. Und Triceratops. Wie der durch den Wasser pießt. Guck mal. Das ist der andere Brachio. Triceratops ist vor allem für seine drei ausladenden Gesichtshörner bekannt. Ja, wie cool. Diese Verzierungen dienen nicht nur zu Schauzwecken. Vor allem die Stirnhörner können jedem Gegner erheblichen Schaden zufügen. Schön, wie die da alle durch den Wasser tollen. Wie gefällt mir das? So, und jetzt bitte keine kaputte Parktour, weil wir haben noch ein bisschen was vor uns. Da, guck mal da, hinten konnte man gerade den Schwanz sehen. Ich glaube, da rennt gerade ein Brachio durch den Wasser. Schade. Da hinten steht, glaube ich, auch einer. Bekannt, dass in dieser Gegend heftige Tropenstürme auftreten. Ja, nee, in Camarasaurus. Gefahren, die von diesen Stürmen ausgehen, da sich die Bedingungen mit beängstigender Geschwindigkeit ändern können. Und da vorne war gerade noch ein Brachio. Haben, wenden Sie sich bitte an einen Mitarbeiter. Genau. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Da sind nochmal Brachios, guck mal. Drei Stück. Eins, zwei, drei. Vier, das ist auch cool. So, jetzt kommen wir... Ah, genau. Die Sensenechsen. Die sind cool. Und der eine, den wir aus dem Kampf gerettet haben, der hat sich gut erholt anscheinend. Hier sind eigentlich drei Stück. Warum steht denn das Auto da? Oh, oh. Haben die das hier kaputt gemacht? Dann schnell wieder raus hier. Ist leicht beunruhigend, wenn da so ein total zerpflücktes Auto steht. So, jetzt sind wir im Stegosaurus Diplodocus Gehege. Warte mal, wie immer auf dem Fahrersitz, oder? Der Sonne entgegen. Geil. Ey Leute, ganz ehrlich, Parktour finde ich mega. Ihr könnt hier Runden drehen ohne Ende. Jede Spezies auf dieser Tour sollte als Wildtier betrachtet werden. Es ist unbedingt erforderlich, jederzeit einen Sicherheitsabstand zu bewahren. Genau. Alan, wo? Hä, warum ist denn hier keiner? Oh, da steht wieder ein Auto abseits. Sag mal. Das regnet. Da hinten. Sehr vertrauenserweckend. Hä, wo sind denn die alle? Ist bemüht, Schäden und Verletzungen da hinten. Während eines Hurrikans zu minimieren. Unsere Wettervorhersagen gewähren uns ein Zeitfenster, um alle Relevanten
relevanten Anweisungen an unsere Parkbesucher weiterzugeben. Okay. Ich glaube, jetzt kommen wir in T-Rex-Gehege, möchte ich sagen. Da haben wir Park Ranger Team, okay. Tyrannosaurus Rex. So, jetzt anschnallen, Leute. Könnte spannend werden. Wäre natürlich cool, wenn die jetzt hier am Zaun langlaufen würden. Jedes Fahrzeug da hinten ist einer. Nachtsichtbrillen, die es ihnen ermöglichen, unsere Tiere gegebenenfalls auch bei Dunkelheit zu beobachten. Warte mal, wir auf dem Fahrerhocker, da haben wir die beste Sicht. Da ist doch schon wieder was kaputt. Sag mal, ist die Tour schon wieder ausgefallen? Na klar. Oder machen die Dinos da vorne Stress? Boah, ey. Das Fahrzeug von Diplodocus wurde zerstört. Geil. Dankeschön. So, dann warten wir hier, bis der T-Rex kommt. Oft durch schwieriges Terra fährt, ist es wichtig, dass sie angeschnallt bleiben. Habe ich auch gerade gesagt, siehst du? Ja. Da hilft nur eins. Erneut die Tour reparieren. So, an Tour teilnehmen, bitte. Ne, wir fahren aber nicht von vorne los, das kannst du vergessen. Ui. Das ist der T-Rex-Gehege, ne? Ja, hier wollen wir hin. Weil die bauen da vorne gerade die Autos auseinander. Das gucken wir uns aber auf jeden Fall an. Sehr cool. Wir haben fast geschafft, Leute. Wir sind fast durch mit der Tour. Die ist zwischendurch zweimal kaputt gegangen. Also die Parkzuverlässigkeit lässt langsam nach. Habe leichte Bedenken gerade irgendwie, warum auch immer. Nicht so toll. So, wir gucken mal. Der dominant erste Saurier einer Gruppe wird als Anführer anerkannt. Allerdings sind nicht alle Führungswechsel das Ergebnis von Konflikten. Bei einem etwas sozialeren Saurier kann der dominante Status allein durch Einschüchterung erreicht werden. Hallo? Ich will... Hallo? Wieso? Hallo? Ich will hier mitfahren. Dieses Fahrzeug muss hier weg. Nein. Ja, dann fahren wir hier mit. So, wir verlassen die T-Rex-Gehege. Ist ein Abenteuer heute. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal festgestellt. Also, wenn die Gehege sehr voll sind, irgendwann passieren halt Dinge. Dann buggen die Dinosaurier fest. Dann hast du irgendwelche Bugs und Glitches. Aber das macht das Spiel auch irgendwie spielenswert. Ist irgendwie gar nicht mal so verkehrt. Das war auf jeden Fall der T-Rex-Gehege. Da war Action. Sehr schön. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Drift-Action. Hinterm... Ja, geil, da können die Hotelgäste gucken, was die Autos hier für Fahrskills haben. Auch okay. Hier ist Einschienenbahn und Gyrosphäre. Da müssen wir auch gleich mal lang. Unsere Aussichtsgebäude bieten den besten Blick auf unsere prähistorischen Tiere. Prähistorischen Tiere. Nicht durch Zäune zu spähen, denn die Gebäude bieten eine unvergleichliche Aussicht. So, Fußgängerüberweg, Außenweg, hier kommt ein Auto. Der kickt doch keiner, ne? Der latscht einfach rüber. Genau, wir fahren. Siehst du, selber schuld. Pech gehabt. Augen auf im Straßenverkehr. So, jetzt kommt mal zum Highlight, das Spinosaurus-Gehege. Da fahren wir nochmal durch. Und da sind wir mit der Parktour eigentlich soweit am Ende. Leider mit zweimal Komplettausfall, aber naja, was willst du machen? So. Und rein da. Nur ganz kurz, ne? Weil die Spinos sind auch sehr uncoole Typen eigentlich. Kann man irgendwas sehen? Spinos, wo eiern die rum?
Da hinten, glaube ich, waren die gerade. Okay. Ja, da war die Parktour. Theoretisch kann man die Parktour sogar durch Vogelkäfig durchschicken. Da muss man aber den relativ groß bauen, den Käfig, dass da Platz ist. Dann könnt ihr da durchfahren. Und hier ist Endstation, Freunde. Das war die Parktour. Eigentlich cool, oder? So. Und schmeißen wir uns mal hier hin. Und dann gehen wir weiter. Weil der Park ist ja noch nicht zu Ende. Ja, ein paar Saurier haben sich nicht so gerne zeigen lassen. Wie zum Beispiel Stegosaurus oder so. T-Rex war cool. So, wir pesen mal hier lang. Hier war irgendwo der Fußgängerüberweg. Hier. Genau. Zeig mich verlaufen. Wir kommen in meinem eigenen Park nicht klar. Das ist ja frech. So, pass auf. Wir müssen hier lang und dann gehen wir hier lang. Das ist gar kein Problem. Wir fahren mit der Einschienenbahn. Falsche Richtung. Wir müssen runterfahren. Na, wir hatten gerade die Parktour. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen beruhigen. Akklimatisieren heißt Schiene, Eisenbahn und gucken. Von hier oben haben wir einen geilen Rundumblick eigentlich. Und der T-Rex ist am Schreien. So, wenn die losfährt, gucken wir dann eigentlich zur anderen Seite. Weil so von hier aus, der Park sieht eigentlich gut aus. Ja. Und ich muss sagen, wir haben gar nicht so viele Fahrwege oder Laufwege. Ja, wir gucken richtig rum. Sehr schön. Guck mal, da unten haben wir Dinosaurier, Styracos und Nasutoceratops sind sie, glaube ich. Und hier geht's runter in den nächsten Parkbereich, ab in die Lagune. Ja, guck mal hier, was hier unten noch kommt, ist der Hammer. So, hier, was waren hier drin? Hier waren drin Paricephalus, glaube ich, und Eucephalus, genau. So, hier haben wir die große Arena, wo wir die Dino-Kämpfe austragen. Hotels, Lagunen, große Besucherzentrum, das Innovationszentrum ist ja das hier. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir hier aus, ha? Sind wir jetzt an... Ja! Siehste, da sind wir wenigstens an der richtigen Stelle angekommen, das ist ja toll. So, dann begrüßt uns hier gleich ein großes Skelett, das ist ja schön. Oh, hier ist aber voll. Hier geht's zur Lagune. Hier haben wir das Innovationszentrum. Wir gehen mal hier unten weiter. Hier ist Mitarbeiterweg. Und hier ist Innovationszentrum, der nächste Eingang. Hier haben wir eine Toilette. Und hier geht's zur Lagune. Komm, wir gucken mal. Wir haben hier zwei Besuchergalerien. Wir nehmen mal die da. Da haben wir hier die großen prähistorischen Schildkröten. Und hier flitzen noch andere durchs Wasser. Wir fahren mal runter. So, guck mal, hier sind nämlich die anderen noch. Und die Schildkröten. Diese Lagune wurde entworfen, um unsere Meeresreptilien zu beherbergen. Diese faszinierenden Tiere sind keine Dinosaurier, obwohl sie zu ähnlichen Zeiten lebten. Was denn? Guck mal, da unten. So. Na, dann wollen wir mal weiter. Guck mal, die landet da gerade an. So, schön drauf schlöppen auf die Plattform. Okay, wir haben noch mehr Lagunen zu beobachten und zu begutachten. Das war die hier unten. Dann würde ich sagen, gehen wir hier lang. Haben wir hier noch was zum Gucken?
Aus diesem Grund sind wir bemüht, Ihnen im Park ein ähnliches Temperaturniveau zu bieten. Na, wir können hier nochmal in das... Guck mal da, Schildkröte. Ein Riesenviech. Dann können wir hier nochmal unter Wasser gucken bei den anderen. Ja. Die Geräusche, ne? Sehr cool. Gut, haben wir das. Dann sind wir mit der Lagune auch soweit durch. Dann geht's hier weiter. Hier sind wieder Mitarbeiterwege. Was macht er denn da? Okay. So, hier wird das nächste Skelett. Und die müssen Spinosaurus sein. Jawohl. Okay, hier ist ein Hotel. Was haben wir denn hier? Eine Besuchergalerie, hä? Sieht ja voll gar nicht danach aus. So richtig einladend ist die Tür hier nicht so, oder? So, wir gucken mal. Was haben wir denn hier? Ach so, die aussehen wie Varane. Die sind lustig. So, Sein und da... Sein Name mag falsche Echse bedeuten, aber der Notosaurus ist ein wahrhaft furchterregendes Tier. Okay. Der unerbittliche Jäger nutzt seinen kräftigen Schwanz und die Schwimmhäute an den Füßen, um sich durch das Wasser zu bewegen. So, was ist denn hier unter Wasser los? Guck mal, da sind die Dinger. Wie heißen die? Ichthyo oder so? Sehr cool. Los, Mann, schwimmt mal jetzt genau hier vor der Tür vorbei. Genau so. Siehst du, die hören wenigstens. Unter der Wasseroberfläche, in den Tiefen der Vorgeschichte, liegen wahre Wunder der Meere. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich zum Staunen bringen. Tun wir ja. So, warte mal, liegt hier was Cooles unter Wasser? Hier ist ja richtig was los in der Badewanne. Okay. So, hätten wir das. Dann schauen wir mal weiter, hä? So, wollen wir die Lagune mal weiter beobachten? Hier hinten war noch mal. Eine Plattform zum Gucken. Dann gehen wir hier auch noch mal rein. Die Kiefer des aus dem Trias stammenden Reptils Notosaurus sind mit langen, schmalen Zähnen gefüllt, die typischerweise nach außen abgewinkelt sind und ineinander greifen, wenn sie geschlossen werden, eine effektive und unausweichliche Falle für jedes Opfer. Reptil, das war lustig. Yeah. Ich finde diese Plattformen, die hoch und runter fahren, mega geil. Okay. So, da brauchen wir jetzt nicht nochmal rein, ne? Die heute unsere Meere bevölkern, okay. Dann gehen wir hier zurück. Wir haben nämlich hier noch ein Gehege mit sehr vielen Dinosauriern drin. Und da schauen wir mal nach. Da ist ein Gallimimus und ein Strutomimus rennt hier rum und Oviraptoren gibt es hier auch. Hier aber leider schlecht zu sehen irgendwie. Das ist ein Gallimimus, ne? Ja. Okay. So. Es geht weiter. Dann haben wir hier noch eine weitere Besuchergalerie. Oh, hier können wir unter Wasser. Wo sind wir denn hier? Hier sind wir schon beim Mosasaurier drin. Ist ja voll geil. Okay. Da. Zwei Stück haben wir hier drin.
Warte mal, die müssen doch beide zusammen hier schwimmen eigentlich. Ja. Der eine ist da und der andere ist hier gerade aus dem Bild raus. Der holt sich jetzt ein Hai, ne? Ja! Sehr, sehr cool gemacht. Oh, ich mag das so. So, haben wir nochmal eine Besuchergalerie. Können wir hier mehr sehen? Ja. Das ist ein Gallimimus. Aber was anderes sehe ich jetzt nicht. Doch, da hinten ist noch ein zweiter und ein dritter. Und die anderen lassen sich echt bitten irgendwie. So ein Oviraptor wäre cool, weil die sind echt voll clean. Das regnet schon wieder, das kannst du keinem erzählen. Warum regnet denn das schon wieder hier? Naja. So. Hier geht's zur Lagune. Wollen wir mal hier gucken? Komm, wir gucken mal. Ja. Wenn man richtig cheat, wäre der hier. Na, siehst du. Und schon wird das Wetter ein bisschen besser. So, wenn wir Glück haben, können wir von hier nochmal sehen, wie ein Mosasaurier ein bisschen am Hai rumknabbert. Wir haben hier 3 Stück an der Leine. Da können Sie sich ja einen aussuchen. Aber der eine hatte gerade die Fressen. Ich glaube nicht, dass... Obwohl viele Meerestiere ausschließlich im Wasser leben, besitzen einige Tiere genug Kraft, aus dem Wasser zu schießen und einen verheerenden Angriff zu entfesseln. So, wir fahren mal runter. Wir gucken noch mal ein bisschen. Aber von hier ist der Lichteinfall echt nicht gut. Gut, dann nehmen wir hier noch mal raus. Und dann besuchen wir noch mal eine andere Besuchergalerie. Weil das war quasi das Ende. Kannst du aber auch mehr oder weniger sagen. Eins der Highlights vom Park. Ne? Also wenn du hier hinten angekommen bist und in der Besuchergalerie drin warst, dann hast du alle gesehen. So, hier haben wir noch mal so ein Ichthyo-Dingsbums. Hm, wir fahren mal hoch. Man ihn leicht für einen prähistorischen Delfin oder Schwertfisch halten. Tatsächlich ist er weder das eine noch das andere, sondern ein geschmeidiges Wasserreptil. So, da habt ihr. So, komm, Junge, du spring hoch hier. Zeig mal was. Da vorne schwimmt was. Also wenn der jetzt hier nochmal hochspringt, wäre schon cool. Wir gucken einfach mal ein bisschen. Wir nehmen uns mal die Zeit heute, ne? Wobei die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber ich glaube, der schwimmt hier vorne rum. Unter den Wellen jurassischer Gewässer lebte der meisterhafte Meeresjäger Ichthyosaurus mit großen runden Augen für ein scharfes Sehvermögen und massiven Ohrknochen, die feine Vibrationen im Wasser wahrnehmen konnten. Wie so ein Delfin. Na? Hm, viel zu sehen ist hier nicht gerade. Ammoniten und anderen Wasserbewohnern. Okay, komm, dann halten wir uns hier nicht länger auf. Wir haben ja schon gesehen, wie der Mosasaurier frisst. Wir waren ja vorhin live dabei. So, in der Unterwasserkuppel. Was haben wir hier? Toiletten. Okay, Leute, das war's. Die Tour ist hier dann eigentlich durch. Wir haben alle Dinosaurier hier gesehen. Was wir jetzt aber noch machen, um wieder wegzukommen, wir fahren nicht mit der Einschienenbahn, sondern wir fahren mit der Gyrosphäre. Genau. So, dann latschen wir hier nochmal zurück. Wir hatten hier noch eine Besuchergalerie für die... Warte mal, was ist denn das hier?
Wo sind wir hier landet? Welches war das? Okay, das. Gut. Ich wollte noch mal gucken bei den Oviraptoren und so. Und ja. Wir gehen ins Theater. Warum ist denn hier nichts mehr los? Hier ist ja keiner mehr. Ach du Schande, sind die Äpfel schon alle tot? Naja, also hier finden immer die Dinosaurierkämpfe statt. Oder haben statt gefunden. Ja. Hier war immer Party hart. Hier haben wir die neuen Dinosaurier rausgelassen und so. War schon manchmal echt spannend. So. Hatten wir hier nochmal eine Besuchergalerie? Nee, weil hier ist nur Mitarbeiterweg. Okay, dann gehen wir Gyrosphäre fahren. Macht eigentlich voll Spaß, wenn man so abschließend durch seinen eigenen Park läuft. John Hammond, hallo, Captain Kupfer. Cool. Будьте осторожны на входе и выходе. Kein Problem. So. Na dann mal los. Wie? Oh, wir können selber fahren, das ist immer viel geiler noch. Können wir auch abseits der Wege? Ja, wir können ja voll rumpesen mit dem Ding. Das ist ja lustig. So, was haben wir hier? Eucephalus. Hallo. Nee, komm, warte mal. Wir fahren mal vernünftig mit, wenn denn, ne? Aha, jetzt sind wir hier im Gehege drin. Das will ich gerne nicht. Bienvenidos a las Giroesferas. La mejor manera de ver de cerca a nuestro Nein, ich will nicht lenken, ich will teilnehmen. So, wir fahren mit. Na? So. Also wir können, wie gesagt, mit der Einschienenbahn hier hoch und runter fahren in die untere Ebene, in die Lagunenebene quasi. Oder mit der Gyrosphäre durch die Bienengehege, die sich hier den Hang entrunter entlang schlängeln. So, wir haben hier Eucephalus und... War das Pachycephalus? Ne, das war... Strutiomimus auch nicht. Oh, wie heißen denn die? Komm ich gerade nicht drauf. Habe ich vorhin gesagt. Der Körper dieses Ankylosauriers ist von einem knöchernen Panzer bedeckt, der Reihen von runden Schuppen aufweist. Stigimoloch. Sie ermöglichen es Europlocephalus, sich mit einer gewissen Freiheit zu bewegen. Guck mal, da im Wasser sind welche. Da. Den geht's hier gut, denke ich mal. Ne, die haben hier keinen Stress, keine Dinos ringsrum. Die machen hier ihr Ding. Die fahren so ein paar Murmeln ab und zu mal lang. Und die Eisenbahn. Da vorne ist eh einer auf dem Weg. Sie werden während der Tour möglicherweise Zeuge von Dinosauriern, die versuchen, ihre Dominanz zu etablieren. Das kann erschreckend sein, aber diese Auseinandersetzungen sind von entscheidender Bedeutung, wenn diese Tiere ein Alpha-Tier wählen. Gesundheit! Die Gehege hier finde ich sehr entspannend eigentlich, weil hier ist nie Stress irgendwie. Hier hast du keine Meldung, dass irgendwelche Fahrzeuge angegriffen werden, dass irgendwas hier mit Kämpfe und bla. Die machen einfach ihr Ding, die latschen hier rum, gucken sich gegenseitig an, finden sich toll und das war's dann. Aber ich finde, für die Besucher ist es cool. Wirbelstürme können erhebliche Störungen und Zerstörungen verursachen. Das ist richtig. Wir möchten sie nicht beunruhigen, sondern ihnen helfen, sich auf potenziell gefährliche Bedingungen vorzubereiten. Ja, hier ist nie Sturm. Achten Sie bei Unwettern auf unsere Sicherheitshinweise. Na klar. Regenschirm gibt's eine Info. So. Jetzt schlüpfen wir durch das Wurmloch und dann sind wir im anderen Gehege. Guck mal, da geht's gleich los. Styracosaurus direkt auf Kollisionskurs. Hallo? Guten Tag.
Das ist doch schon mal ein Erlebnis, oder? So, hier ist Styrako und... Jede Sauriergruppe, die Sie im Park sehen, hat einen akzeptierten Anführer. Ja. Bei einigen Arten ist dieser Anführer das Alpha-Tier der Gruppe und muss sich regelmäßig Herausforderungen stellen, um seinen Status beizubehalten. Jawohl. Also hier hast du Nasuto und Styrakosaurus drin, glaube ich. Wenn mich nicht alle täuscht. Ist ja schon steil hier. Stell dir mal vor, du müsstest das laufen zu Fuß. Ich glaube, hier mit der Motormurmel ist das auf jeden Fall angenehmer. Der einzige Vorteil, man sieht hier einfach echt Dinosaurier und du bist halt live dabei. Du sitzt hier in dem Hocker und hast um dich herum eigentlich nur ein rollendes Fenster und Abfahrt. Die abgerundeten Hörner von Nasuceratops werden oft mit denen heutiger Rinder verglichen und auch die kurze, hohle Schnauze trägt zum außergewöhnlichen Aussehen dieses kleineren Ceratopsiden bei. Hallo. Sehr cool. Guck mal, hier oben ist wieder der Vogelkäfig. Na, das wird doch eine Kollision werden. Nee, wir halten Feuer an. Okay. Sehr schön. Die ersten fossilisierten Überreste von Nasutoceratops wurden in der Kajparovic-Formation in Utah entdeckt, die in der Oberkreide eine feuchtnasse Landschaft voller Sümpfe und Überschwemmungsgebiete gewesen sein muss. Man wird da noch richtig schlau bei dem Spiel. Das ist ja der Hammer. So, da hinten laufen sie. 1, 2, 3, 4, 5 Seegrade. Sehr schön, wie die so immer am Wasserloch rumlaufen. Ich finde die ganz toll. Das ist der Vogelkäfig. Mega friedlich, die Tiere eigentlich. Also zum Anfang so, ne, territorial und wer da der Chef ist, das wird geklärt und dann hast du Ruhe eigentlich. Der dominanteste Saurier einer Gruppe wird als Anführer anerkannt. Allerdings sind nicht alle Führungswechsel das Ergebnis von Konflikten. Bei einigen etwas sozialeren Saurierarten kann der dominante Status allein durch Einschüchterung erreicht werden. Stimmt, manchmal da hauen die sich nicht, sondern da stehen die nur so und sagen, ey, ich bin krasser, da sagt der andere, nein, ey, ich bin viel krasser. Und dann, ja, ne, dann wird dir geklärt, ohne dass sie sich kloppen. So. Gar kein Problem. So, Leute. Wir sind wieder im anderen Park. Ich würde sagen, wir begeben uns zum Ausgang. Hier sind Leute ohne Ende drin. Kommen wir auch hier lang? Ja klar, hier lang ist es doch viel kürzer am Vogelkäfig entlang. So, aus dem Weg. Aber durch den Park ist schon cool. Warte mal, hier sind Hotels. Können wir hier abkürzen? Bestimmt. Na klar. So. Ich muss ehrlich sagen, macht irgendwie Spaß, hier rumzulatschen. So, was war hier? Hier war nicht weiter, ne? Da müssen wir hin. Kein Problem, hier kommen wir nach Hause. Oh, ich will nicht selber fahren. Was ist denn das immer für ein Blödsinn? Ich will hier teilnehmen. So. Und ich will hier am Anfang starten. Das ist der Anfang, genau. Und ich will hinten sitzen. Genau hier. Da pesen die Leute wieder an der Seilbahn runter. Da kommt der nächste. So, jetzt fahren wir durch den unsichtbaren Zaun. Und hier war ein Strichomimus drin. War hier noch was anderes? Ich weiß es gar nicht. Da sind sie. Strutiomimus ist ein straußenähnlicher Ornithopode aus Nordamerika. Viele Arten fleischfressender Theropoden haben verkümmerte Vordergliedmaßen, aber dieser Zweibeiner besitzt verhältnismäßig lange Hände. Okay.
Wenn ihr das sagt, dann wird es so sein. So, guck mal, da vorne ist der Wasserfall, wo alles begann. Und der Weg, der führt da auch wieder hin. Na, also man hat hier die Möglichkeit, entweder mit der Seilbahn ins Tal reinzurutschen und dann totalen Dinosaurier-Spaß zu erleben. Oder du fährst halt einfach mit einem LKW. Ja, wer Höhenangst hat oder so, dafür ist das wahrscheinlich die bessere Variante. Einen anderen Weg gibt's nicht. Also du musst wirklich mit einer Safari fahren oder mit der Seilbahn rutschen, sonst kommst du in den Park nicht rein. Der Plan unserer Tiere wurde von Fachleuten konzipiert und wird streng reguliert. Bitte füttern Sie die prähistorischen Tiere nicht. Prähistorischen Tiere. Na, kommt da der nächste rausgeflutscht? Jo. Und da pest er ab. Sehr cool. So, Leute, dann sind wir hier am Ende angekommen. Na? Sehr, sehr schön. So beginnt es, so endet es. Ja, dann können wir hier nochmal ordentlich einkaufen, vielleicht ins Hotel. Und hier ist dann quasi wieder Abflug. Freunde, ich muss sagen, hat sehr viel Spaß gemacht. Nochmal so ein Exkurs. Hier steht ja Welcome dran. Geil. Ein Exkurs in den Jurassic Park. Ne, zum 30-jährigen Jubiläum, denke ich mal, war das nochmal eine schöne Sache. Wir haben relativ viel coole Sachen gebaut, finde ich. Ist auch alles recht gut geworden. Der Park ist voll, knüppelvoll. Du hast keine freie Baufläche mehr. Gefällt mir. Und das war jetzt nochmal so ein kompletter Exkurs durch den Park. Durch alle Gehege, alle Dinosaurier, alle Freischäfte mehr oder weniger. Und wir haben leider nicht alle Dinosaurier sehen können, weil die halt manchmal einfach nicht zu sehen sind. Ne, wenn sie sich verstecken im hohen Gras oder so. Die Parktour ist zweimal kaputt gegangen in der Zeit, wo wir drin gesessen haben. Türen wurden abgebaut, Autos wurden durch die Luft geworfen. Eigentlich richtig Action. Wir sind mit der Seilbahn den Berg runtergeballert, Eisenbahn zu beifahren, Gyrosphäre. Wir waren in der Lagune überall. Ne? Eigentlich sind wir gut rumgekommen. Im Vogelkäfig. Hier kommen die nächsten Besucher an und die nächsten fliegen los. Ein Kommen und Gehen am Wasserfall. Wunderschön. Ja, Leute, das Projekt endet hier und das Jahr 2023 auch. Ist quasi das letzte Video vom Jurassic World Evolution aus diesem Jahr. Finde ich, ist ein schöner Abschluss, dass wir uns das alles nochmal vernünftig angeguckt haben. Und ja, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. War hier in dem Park echt schön mit euch. Und guckt mal, ist echt wirklich voll. Ist auch ein bisschen verbuggt mit den ganzen Dinos, die hier drin rumliegen, ne? Ja, in der Arena war sehr viel los. In den Lagunen war schön. Und ja, wir hatten hier auch ein bisschen Action. Hier ist ein Auto kaputt. Der ist immer noch da, ne? Der steht da unten, den kriegen wir auch nicht weg. Okay. Wir haben uns die neuen Dinos aus dem DLC angeschaut, was jetzt relativ frisch rauskam. In der letzten Folge haben wir uns die mal ein bisschen genauer in der Arena angeschaut. Da waren auch ein paar bei, die mir sehr gut gefallen haben. Und ich glaube, wir müssten aber nochmal ins Hauptmenü gehen. Ne? Also, wir verabschieden uns von diesem Park und sehen uns gleich nochmal wieder. Guckt mal hier, weil das Jahr bei den letzten Jurassic World Filmen und da wurde in der Kampagne was Neues hinzugefügt. Und zwar haben wir Kampagne ein neues Zeitalter Malta. Na, 0%. Da müssten wir vielleicht irgendwann doch mal ran. Machen wir jetzt nicht im Anschluss. Aber ist vorgemerkt, irgendwann müssen wir da noch mal die Vollständigkeit herstellen, ne? So, weil wir sind nämlich hier bei 67%. Der sieht aus, als würde es da noch sehr, sehr viel Content geben. Herausforderungen haben wir noch lange nicht alles. Da ist noch sehr, sehr viel, was wir machen müssen. Und hier gibt es sogar noch neue. Na? Wobei Herausforderungen finde ich jetzt gar nicht so wichtig. Die Hauptkampagne, die spricht mich da schon mehr an. So, eine Sache noch. Warte mal, Sandkasten. Da. Vereinigtes Königreich, hier sehr, sehr viel dabei.
Das ist zum Beispiel alles aus dem neuen Teil hier unten. Bucht von San Marin. Biosyn-Zuflucht. Ich glaube, diese Karte war riesig. Da kann man einen unfassbar geilen großen Park bauen. Also wer da Bock drauf hat, kann ich euch nur empfehlen. Ist wirklich groß. Da kannst du dich richtig austoben. Aber bei der Kampagne, da würde ich mit euch vielleicht irgendwann gerne nochmal reinschauen. Ist auf jeden Fall vorgemerkt, ne? Jetzt sind wir mit Jurassic World erstmal am Ende. Und was im nächsten Jahr so kommt, das kann ich euch noch gar nicht sagen. Lasst euch einfach überraschen. Ich hoffe nur, ihr seid einfach wieder mit dabei. Und dann schauen wir mal. Also, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht keinen Quatsch und renni hauen.